Guten Morgen, meine Lieben. Es ist Samstagmorgen. Ich mache eine Putzpause. Ich habe gedacht, oh, Saugi ist gerade angefangen und der geht mir immer so, der pappt mir immer so an die Beine, ne? Je nachdem, wo man da so lang geht, ständig ist der Saugi und stupst einen an. Und da habe ich gedacht, ach komm, na, dann setze dich jetzt schon hin. Der Ehemann ist arbeiten und ich bin ganz alleine hier. Und dann habe ich gedacht, ach, pf, lass den Saugi mal saugen da, ne? Und dann machst du jetzt erstmal ein schönes Video. Ja, es regnet. Oh, Kinder, es regnet und es stürmt. Ich denke heute Morgen, also wie gesagt, ne? Der Mann, oh Gott, sehe ich blass aus. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, aber hier im Hause, ne, beim Putzen, da teile ich mich nicht auf. Also, ja, heute Morgen, der Ehemann fährt um 5 Uhr zur Arbeit. Ja, so ist er weg. Fährt um 5 zur Arbeit. Und ich denke, bin ich natürlich wach, ne? Ist ja klar. Aber ich denke, ach komm, bleibst noch ein bisschen liegen. Was willst du um 5 Uhr schon aufstehen, ne? Pff. Ja, dann habe ich so ein bisschen auf dem Handy gedaddelt, habe so ein bisschen rumgespielt und gemacht und getan. Und so um 7 rum, ja, knallt das plötzlich. 7 oder 8, ich weiß es nicht mehr, wann genau. Ihm verrumpelte und knallte das. Und ich denke, boah, was ist das denn? Stehst mal lieber auf, ne? Stehst mal lieber auf und guckst mal nach. Mein Mann hatte was repariert und hatte die Leiter an der Hauswand stehen gelassen. Und die ist, Gott sei Dank, nicht ins Fenster, sondern ist umgekippt, umgeschlagen und ist Badezimmerfenster in der Umrandung, ist die geknallt, Gott sei Dank nicht ins Badefenster. Dann hätten wir es gehabt, ne? Also irgendwie fühle ich mich jetzt ohne Brille heute richtig, um Gottes Willen, ist ja noch schlimmer. Ihr müsst mich heute so nehmen, wie ich bin. Ja, das war eigentlich nur, da bin ich aufgestanden, ne? Bin ich aufgestanden und habe gedacht, ach komm, pff, Frühstück abputzen, ne? Je eher bist du fertig, je eher kannst du dich hinsetzen und stricken. Jo. So ist das. Also, ugh, das ist doch kein schönes Wetter, oder? Gestern sagte einem, ja, das ist die Natur. Ja, logisch ist das die Natur. Ja, klar. Ne, aber sie hatte ja recht. Ne? Ja, sagt sie. Also nicht nur die Tiere erholen sich, auch die Natur, das Wetter. Und ich sag ja, ich sag das, ne? Meinetwegen. So viel zur Erderwärmung, ne? Ach, nein, 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 nein. Also ich würde auch lieber auf der Terrasse sitzen. Ne? Ich hätte auch heute gerne so in der Sonne auf der Terrasse gesessen mit euch. Ne? Hätte mal ein anderes Publikum, also ein anderes Publikum, nicht anderen Hintergrund wieder und so. Aber naja, was soll's. Ne? Ich habe, bevor ich jetzt mit der Geschichte anfange, habe ich zeige es euch mal. Ich habe meine Laterne fertig, noch nicht vernäht und auch unten das Gebamsel noch nicht dran. Und stellt euch vor, der Mann hat recht gehabt. Ich wollte den Reif hier einfügen. Und was passiert, ist tatsächlich so. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich habe alles immer gleich gemacht. Guckt euch das an. Aber es ist tatsächlich weniger. Der Kreis passt da nicht rein. Jetzt mache ich hier unten ein Gebamsel dran. Ich habe noch so Herzen und Perlen und alle dies. Das mache ich da unten. Jetzt so ein Gebamsel dran. Und dann hänge ich es auf. Sobald das Wetter schön ist. Hier nebenan, schräg gegenüber, sind sie seit. September, Oktober letzten Jahres am Bauen. Die junge Leute haben dieses Haus gekauft und haben das wohl völlig entkernt und neu gemacht. Aber nicht alleine, sondern es sind immer Arbeiter, ja? Und glaubt ihr denn,
dass die mal Rücksicht nehmen, oder von diesen Arbeiten, da habe ich ja schon Storys erzählt, aber glaubt ihr denn, dass die mal Rücksicht nehmen? So Einfahrten zu parken, das ist bei denen überhaupt kein Problem, ne? Und wenn man dann sagt, hallo, junger Mann, ich würde gerne aus meiner Einfahrt fahren, dann zucken die mit den Schultern, das muss man sich mal reinziehen. Also, mein Mann ist letztes Mal, und das ist so ein ganz ruhiger Meiner, ne? Also, bis der mal richtig was sagt, da gehe ich schneller in die Luft. Er ist immer so einer, der immer sagt, ach nun lasse doch. Ach, ist doch nicht schlimm. Ach, stört doch jetzt nicht. Ja, aber es geht doch ums Prinzip. Ach nun lass doch. Was soll das denn? So einer ist er, ne? Aber wenn, dann muss man laufen gehen. Also wenn man bei ihm, also wirklich, dann wird er richtig böse. Und dann diesen Spruch von dem einen Bauarbeiter dann, ob er nicht Auto fahren könnte. Und das mein Mann, ja? Er käme doch da durch die Ausfahrt. Und dann sagt mein Mann, können Sie mir mal erklären, wie ich hier rauskommen soll, wenn Sie so vor der Einfahrt stehen? Mein Auto ist so und so breit. Wie soll das gehen? Physikalisch gar nicht möglich. Und nun mal hopp. Jetzt mal. Ach, nein, 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 nein. Also das ist immer so. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ist das so die Mentalität dieser so, mir doch egal. Ich bin hier auf Arbeit. Das ist meine Arbeitsstelle. Jetzt alles andere rundherum interessiert mich nicht. Ich weiß es nicht. Nun ja, egal. Es war einfach nur so ein Vorgeplänkel wieder, ne? Ich wünsche mir Sonnenschein und Wärme jetzt endlich. Jipp. So, sollen wir mal anfangen, ne? Mit Ewald und der Geschichte. Ewald hat keinen Bock auf Himmel. So. Also, die Vorgeschichte, worum es geht. Also, Ewald und Käthe, seine Frau, haben vor 14 Tagen ihre goldene Hochzeit. Ewald ist 75 Jahre alt und Käthe ist 74 Jahre alt. Sie haben früh geheiratet, haben eine Tochter und wohnen in einem kleinen Dorf in Nordrhein-Westfalen in einer Sackgasse. Und zwar auf der linken Seite, ganz hinten das letzte Haus. Es ist ein kleines Einfamilienhaus. Und mit einem hübschen Vorgarten, den Käthe immer so schön mit ihren Blümchen macht und alles. Und ein großes Grundstück hinter dem Haus. Steht ein Geräteschuppen hinter dem Haus. Anschließend an der Garage ist noch ein kleiner Unterstand für die Mülleimer. Es steht mitten auf dem Rasen ein großer Obstbaum. Dann haben sie so ein paar Sträucher und ganz viel Rasen und an der einen Seite noch eine kleine Gartenhütte. Und das ist eigentlich alles. Ach, und hinten rechts haben sie einen kleinen Gartenteich, wo die Frösche quaken, wo Libellen sind. Also sie haben das so richtig wie so ein kleines Biotop gelassen. Der hintere Bereich ist alles Ewalds. Reich. Also im hinteren Garten, da ist Ewald zu Hause. Eine kleine Ecke hat er Gemüse angepflanzt. Also das Grundstück hat fast 2000 Quadratmeter. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, dass nach hinten weg gar nichts mehr ist. Also von dieser ganzen Siedlung ist die Straßenseite, an der Ewald und Käthe wohnen, grenzt an einem Feld von einem Bauern, wo der Bauernhof also schräg ganz weit hinten liegt. Man, also wenn man da was sehen sollte, müsste man schon Fernrohr nehmen. Aber dem Bauern gehören die ganzen Felder und auch der kleine Wald, der da anschließt. Ja, und ganz viel, ein wunderschönes Vogelhäuschen steht im Garten, weil ganz viele Vögel. Sie haben sogar immer kleine Hasen und auch schon mal ein Reh im Garten morgens. Und also es ist wirklich eine richtige Idylle, wo die beiden wohnen. So.
Eine kleine Katze haben sie, Kitty. Aber Kitty ist immer unterwegs. Also für sie ist das ja, ich glaube, Kitty kennt die vordere Straße gar nicht. Die geht durch den hinteren Garten in den Wald, auf die Felder bis zum Bauernhof. Da ist keine Straße, kein Links, kein gar nichts. Also es ist wunderschön. Käthe hat natürlich nicht mehr so viel, weil sie im Alter eine Allergie entwickelt hat gegen Gräser. Und jedes Mal im Sommer, wenn der Bauer dann am Mähen ist und am Machen ist, dann hat sie immer Heuschnupfen. Das findet sie gar nicht schön. Aber nichtsdestotrotz, die beiden sind glücklich und zufrieden. Also wie gesagt, einen schönen Sonntag, also vor 14 Tagen, hatten die beiden 50-jähriges Hochzeits. Die goldene Hochzeit. Sie haben ganz toll gefeiert mit Freunden, mit Bekannten, mit der Tochter und dem Schwiegersohn, den Enkelkindern, den Nachbarn. Also es war eine ganz, ganz tolle Feier. So, und jetzt ist es Sonntag, Sonntagmorgen, es ist Frühstückszeit. Käthe hat alles fertig gemacht. Der Frühstückstisch ist gedeckt. Sie ruft ihren Ewald und sagt, das Frühstück ist fertig, mein Lieber. Und der kommt brummelnd aus dem Badezimmer und sagt, nee, fühle ich mich gar nicht so wohl. Och Mensch, hat sie gesagt, hast du dich ein bisschen überanstrengt gestern im Garten? Keine Ahnung, sagt Ewald, irgendwas stimmt nicht. Irgendwie fühle ich mich nicht so wohl. Ja, dann trink du mal eine Tasse Kaffee und isst da mal dein Brötchen. Vielleicht wird es ja wieder besser. Na, gesagt, getan, die beiden frühstücken. Aber Ewald hatte auch nicht so einen guten Appetit. Naja, auf jeden Fall sagt Käthe dann, das Wetter ist schön draußen. Und sie sagt, also sie geht noch ein bisschen nach draußen. Sie wollte noch ein paar Blumen pflücken für den Kaffeetisch und weil sie nachmittags die Kinder, also die Kinder, für sie sind es beides, der Schwiegersohn ist genau das Kind, erwartete zum Kaffee trinken, wie es eigentlich sonntags immer so ist. Also sonntags kommen sie immer, die Tochter, der Schwiegersohn und die Enkeltochter kommen zum Kaffee trinken. Wir wohnen auch nur ein paar Straßen weiter entfernt und das hat sich so eingebürgert. Naja, aber Ewald, wie gesagt, sie geht nach draußen und will dann, also sie hat ein Stück ihres Reiches da mit so einer Wildblumenwiese gemacht und pflückt dann jetzt ein paar schöne Wildblumen, die sie in eine Milchkanne auf den Tisch, Esszimmertisch stellen möchte. Naja, und dann trifft sie noch, sie ist am Machen, Tun und die Nachbarin halten sich noch ein bisschen und tratschen, was so in der Nachbarschaft so passiert und was da so ist und was da so kommt und alle solche Sachen, bestimmt so ein Viertelstündchen, Viertelstunde, halbe Stunde. Und naja, dann geht sie wieder ins Haus und na, aber Ewald liegt immer noch auf der Couch, zappt sich so durchs Fernsehen und sagt dann so irgendwie, ja, dann mach doch noch ein bisschen die Augen zu. Ich werde das Mittagessen vorbereiten. Und arrangiert erstmal schön ihre Blumen und erzählt ihm dann, also die Nachbarin Marianne von nebenan hat erzählt von ihrem Enkelsohn und vom Geigenunterricht und ach, ob unsere Kleine wohl auch mal und ach du immer mit deinem, ne, lass doch die mit ihrem Geigenunterricht. Das ist immer, die Kleine geht doch zum Ballett, was soll denn das, ne? Man muss die Kinder aber auch nicht überall mit hinstören. Und so erzählen Ewald und Marianne sich so, und Käthe sich so ein bisschen. Und naja, der Strauß war schön arrangiert und stand jetzt schön duftend auf dem Esszimmertisch. Und Käthe geht in die Küche und bereitet das Mittagessen vor. Ja, so geht der Vormittag ins Land und so um 1 Uhr rum geht sie ins Wohnzimmer und sagt, Ewald hatte sich mittlerweile einen Krimi rausgesucht und schaute ganz interessiert und sagt, na Ewald, geht es dir denn wieder besser? Ja, so ein bisschen besser geht es mir. Ich habe auch Appetit, sagt er und ja, dann lass uns essen.
Die beiden essen zu Mittag und dann nimmt Ewald sich eine Zeitung und Käthe geht wieder in die Küche, macht die Küche fertig, macht alles in Ordnung und setzt sich dann zu Ewald in den Fernsehsessel und macht den Fernsehsessel so ein bisschen nach hinten, nimmt sich ihren Roman und sagt, die Kinder kommen um 3:30. Jetzt haben wir ein bisschen Spaß. Ja, hatte Ewald gesagt, ich mache vielleicht ein kleines Nickerchen. Und ja, und so kehrte Ruhe ein. Ja, bis es dann so circa 2:30 war und ja, der Ewald schnarcht immer noch so ein bisschen so vor sich hin auf seinem Sofa und Käthe denkt so, du schneidest jetzt den Kuchen an, du kochst jetzt den Kaffee, die Kinder werden wohl gleich kommen. Und sie hatte auch gerade den Tisch gedeckt und hatte gerade zu Ewald gesagt, Ewald, so langsam musst du mal aufstehen und zieh da mal dein Hemd an, ja, die Kinder kommen gleich. Ewald steht auf, geht ins Schlafzimmer, zieht sich sein Hemd an, kommt wieder ins Wohnzimmer, knöpft gerade noch so sein Hemd zu, wo es schon klingelt. Ja, und dann kommen die Kinder und es wird ein richtig fröhlicher Nachmittag. Die Terrassentür stand auf und man konnte noch den Duft der Blumen, aber wegen ihrem Heuschnupfen hatte sie alles in den Kaffeetisch gedeckt. Aber die Kleine war draußen am Spielen und die Katze mit der Katze am Fangen spielen. Und also es war ein wunderschöner Sonntagnachmittag und so circa 5:30 verabschieden sich die Kinder wieder und spazieren nach Hause. Ah, sagt Ewald, machte aber irgendwie, weil die Tochter noch zu ihm. Papa, irgendwie siehst du blass aus. Ja, ich fühle mich auch gar nicht so wohl. Schon den ganzen Tag nicht, sagt Käthe. Ja, Papa, dann schon dich mal, sagt die Tochter. Zieht das die Haustür und ruft noch hinterher, Papa, geh morgen mal zum Doktor, gucken, was mit dir los ist. Ja, sagt Ewald und sind die beiden wieder alleine. Und Käthe sagt, du Ewald, du siehst wirklich blass aus. Ach, ich fühle mich auch gar nicht mehr gut. Ja, soll ich jetzt mal den Doktor rufen? Ach, was, da fahre ich morgen früh gerade hin, das ist jetzt überhaupt kein Problem. Er ist dann in seinem Schlafzimmer und hat sich komplett ausgezogen, hat sich einen Schlafanzug angezogen. Und hat gesagt, ach, weißt du was, ich gucke noch ein bisschen Fernsehen hier im Wohnzimmer. Abendbrot möchte ich nicht. Na ja, sagt Käthe, auch voll gegessen vom Kuchen und vom lecker Mittagessen. Und man kann auch noch nicht den ganzen Tag essen, ne? So, und dann gucken die beiden einen Tatort abends um 7:45. Haben sie sich dann noch einen Tatort angeguckt und irgendwo sagt Käthe so, ach, irgendwie hab ich jetzt doch noch Appetit. Ah, Ewald brummelte sowas in sein Bad und sagt Käthe, weißt du was, ich mache uns ein paar Schnittchen. Ja, und dann ist sie aufgestanden, ist in die Küche gegangen und hat dann von der Küche aus hat sie immer erzählt und hat immer gesagt, Ewald, immer die Kleine hat das und das erzählt und vom Kindergarten und ihre Schnittchen hat sie dann geschmiert und aber von Ewald kam nie eine an, also keine Antwort. Sie erzählte immer und erzählte, wie schön doch der Nachmittag gewesen wäre. Und naja, dann hat sie das Tablett fertig. Sie hatte dann noch ein bisschen Tee dazu gekocht und hatte dann die Schnittchen aufs Tablett. Und so geht sie wieder ins Wohnzimmer, stellt das Tablett auf dem Tisch ab und sagt: Guck, Ewald, hast du nicht doch ein bisschen Lust auf ein Schnittchen? Keine Reaktion. Sie setzt sich in den Sessel, nimmt ihr erstes Schnittchen und ihren Tee und guckt noch ganz spannend gerade die Szene im Fernsehen. Und dann denkt sie, gar kein Brummeln, gar kein Schnaufen, gar kein Nix von Ewald. Und dann dreht sie sich nochmal zur Couch hin. Nee, Ewald liegt auf der Seite. Ewald, schläfst du?
Bist du eingeschlafen? Aber komm, nicht hier auf der Couch. Du kannst dann morgen mit deinem Rücken nicht mehr. Ewald, komm jetzt. Dann lass uns lieber ins Bett gehen. Komm, ich bring dich ins Bett. Hier geht das nicht. Morgen kannst du nicht wieder aufstehen. Nun komm doch, Ewald. Ewald rührte sich nicht. Dann ist es aufgestanden, ist dahingegangen und packt ihn so an die Schulter und sagt: Ewald, komm ins Bett. Dein Rücken. Und so dreht sich um und dann sieht sie, die Augen von Ewald sind auf. Und dann hat sie das erst registriert. Der Ewald ist tot. Da ist nichts mehr. Und sie ist ganz, im ersten Moment wusste sie gar nicht, was sie machen soll. Sie war ganz fassungslos. Sie hat sich dann in ihren Sessel gesetzt und hat den Ewald immer so von der Seite angeguckt und hat immer so, dass man den Atem so bei ihr, dass sie wieder ein bisschen runterkommt, dass sie jetzt nicht ausrastet. Sie hatte sich dann immer gesagt, du rastest jetzt nicht aus, du rastest jetzt nicht aus. Und dann hat sie den Telefonhörer genommen und hat angerufen, Tatjana, ihre Tochter. Tatjana, kannst du bitte ganz schnell kommen? Ich glaube, der Papa ist tot. Mehr hat sie gar nicht gesagt. Da hatte Tatjana schon den Hörer an die Seite geschmissen und lief aus dem Haus, ihr Mann hinterher und mit der Lütgen unterm Arm sind die dann in Richtung Elternhaus. Und Käthe saß immer noch auf einem und demselben Sessel, als Tatjana ankam. Der Dirk, also ihr Mann, hatte die Kleine bei der Nachbarin abgegeben und von dort aus einen Krankenwagen gerufen, der gleichzeitig mit Dirk eintraf. Und ins Wohnzimmer kam mit Dirk zusammen und Tatjana ihre Mama im Arm hatte und beide am Weinen waren. Und der Notarzt aber auch gleich nach der Untersuchung sagte, das ist zu spät. Das war's. Also der Ewald hatte einen Herzinfarkt. Und der Notarzt, eigentlich ein schöner Tod im Schlaf und das Herz ist stehen geblieben und müssen den Bestatter rufen. Ja, Tatjana hat ihre Mama schon ins Schlafzimmer geführt, dass sie da so ein bisschen, und der Notarzt hatte ihr dann eine Beruhigungsspritze gegeben, weil eigentlich bräuchte eher Tatjana eine Beruhigungsspritze als Käthe. Käthe war immer noch so gefasst, aber der Notarzt hatte das Gefühl, das dauert nicht mehr lange, dann geht es bei ihr auch los. Naja, und es dauerte auch nicht lange, als dann Ewald dann abgeholt wurde. Und ja, dann haben sie sich alle noch zusammengesetzt und naja, die beiden Frauen hatten ja jeder ihre Beruhigungsspritze bekommen und der Bestatter war dann noch da. Und hatte mit ihnen alles besprochen oder hatte dann gesagt, am Morgen, jetzt ruhen Sie sich erstmal aus und morgen komme ich wieder. Und morgen werden wir alles andere besprechen, was mit der Beerdigung zu tun hat. Und das war für Käthe erstmal das erste Mal, dass sie das irgendwie so ein bisschen richtig registrierte. Und dann liefen die Tränen doch, ne? Also dann war es doch schon. Und Tatjana und Dirk hatten dann gesagt, wir bleiben jetzt hier. Wir ordnen schon mal die Papiere. Die Kleine kann bei der Nachbarin übernachten und du gehst jetzt ins Bett, Mama, sagt Tatjana. Und morgen sehen wir weiter. Und dann haben sie ihre Mama ins Bett verfrachtet und die Nacht war ein bisschen unruhig. Die beiden, Tatjana und Dirk, haben alle Papiere zusammengesucht, was der Papa hatte, ob das Versicherungen waren, ob das, also alles, was sie brauchten für das Drumherum, hatten sie herausgesucht. Und als Käthe aus dem Schlafzimmer kam, hatte Tatjana schon das Frühstück gerichtet, aber Käthe konnte nicht essen und sie hatte nur gesagt, sie möchte ganz gerne zur Kapelle fahren und nach ihrem Ewald gucken. Ne? Wenn ich nicht da bin, hatte sie dann zu Tatjana gesagt, dann fühlt der Papa sich nicht wohl, das weißt du, wir sind nie getrennt gewesen.
Und deswegen muss ich da jetzt auf dem schnellsten Wege hin. Der wird sich schon wundern, wo ich bleibe. Und Tatjana rollte schon mit der Augen, aber Dirk, der winkte ab und sagt: Ja, Schwiegermama, komm, dann fahren wir beide jetzt zur Kapelle und gucken mal, was der Opa macht. Dann haben die beiden sich ins Auto gesetzt und Tatjana hat wieder alles abgeräumt und hat dann gesagt, alles sauber gemacht, hat dann nachher das Haus verlassen, um zu ihrer Tochter zu gehen, um sie in den Kindergarten zu bringen. Ja gut, das ist zwar jetzt erst die Vorgeschichte gewesen, wie das alles so, was mit Ewald noch passiert und wie das alles noch zustande kommt. Also das ist in der nächsten Folge, nächste Woche Samstag, geht es darum, um die Beerdigung von Ewald und wie es mit Käthe so ist und mit den Kindern, Tatjana, Dirk. Und für die Kleine muss ich mir noch einen Namen einfallen lassen. Ich glaube, ich nenne sie auch Lea. Lea ist immer gut, da kann man immer behalten. Ja, also um die vier wird es also immer gehen und natürlich um Ewald, weil Ewald hat ja keinen Bock auf Himmel. Und wie es dazu kommt, das machen wir dann nächste Woche. Die erste Folge war halt nur das vorherige, wie es dazu kommt. Ja. Das war's eigentlich, ne? Ja, habe ich sonst noch was auf dem Herzen? Der Saugi saugt schon nicht mehr. Ich glaube, obwohl wir haben ja 26 Minuten, ne? Ja, muss ich gleich erstmal dem Wischi hinterher jagen. Und mal gucken, ob die Katzen wieder rein wollen. Auch unsere Hummel war gestern krank. Ich denke, was ist das denn? Och, das arme vierbeinige Kind. Es hatte sich den Magen verdorben. Ich weiß nicht, ob es irgendwas gefressen hat oder ich habe schon überlegt, wie wir füttern ja den Felix auch immer mit Katzenmilch, ne? Mit richtiger Katzenmilch. Aber das kennt die Hummel eigentlich nicht, weil die sowas eigentlich verpönt. Die guckt sowas an und dann mag ich nicht. Aber ich glaube, aus Futterneid dem Felix gegenüber hat sie diese Milch getrunken. Und das hat ihr Magen nicht mitgemacht, weil sie das ja nicht kennt. Denn da war dann schon eine Magen-Darm-Geschichte bei ihr. Och, und es ging ihr schlecht und es lag da wie so ein Häufchen Elend. Dann ziehen sie sich ja immer zurück, ne? Dann lag es auf dem Esszimmerstuhl. Also wir haben ja im Esszimmer so Sessel. Und da habe ich dann so eine große, dicke Decke reingepackt und die man so ein bisschen umklappen kann. Und da hat es sich so rein eingemuschelt und man guckte nur der Kopf raus und sie schlief. Also sie hat also gestern wirklich den ganzen Tag geschlafen. Mir ist das am Donnerstagabend schon aufgefallen und da habe ich gedacht, immer ging es so aufs Katzenklo, alle 5 Minuten aufs Katzenklo und ich konnte alle 5 Minuten hinterherrennen, ne? Weil das ist nicht schön. Wenn du das so lässt, wie es ist, ist das nicht schön. Dann kannst du in deiner Wohnung nicht leben. Also man muss schon immer hinterhergehen, wenn die Katze auf der Toilette war, dann muss man schon immer hinterhergehen, ne? Weil sonst hältst du es nicht aus. Das ist ja, Katzenhalter wissen das. Ne, wie das ist, das ist dann also, ne? Also ich mache das immer, wenn ich zu Hause bin, gehe ich immer sofort hinterher, wenn ich nicht zu Hause bin, mache ich das immer, sobald ich nach Hause komme, weil das geht nicht. Naja, auf jeden Fall alle 5 Minuten latschte sie dann zu ihrer Toilette und dann guckte sie einen so an, als wenn sie sagen wollte, so ein Mist. Und dann muss sie um das brechen und das alles. Und das mag sie dann. Sie ist ja eine Vornehme, ne? Also dann geht sie, sie hat zwar nicht ins Katzenklo geköttelt, aber davor, ne? Also da, wo es eigentlich hin. Und wir haben unsere Katzentoilette im Badezimmer stehen, auf den Fliesen. Also da ist das dann nicht so schlimm. Also ich mache das dann alles immer sofort sauber und alles ist wieder gut. Auch das Arme. Und dann ist es ja wichtig, dass die immer was trinken können. Und dann habe ich immer so Spritzen. Ich habe eine ganze Packung solche Kanülen, ne? Also nennen sich die Kanülen, keine Ahnung, also ohne Spritze da dran. Aber damit kann immer so ein bisschen ins Mäulchen tropfen, damit, weil wenn die Durchfall und Erbrechen haben, dann trocknen die ganz schnell, Katzen trocknen ganz schnell aus, ne? Und dann kriegt sie immer Wasser und es ist auch in Ordnung so, ne? Das macht sie dann auch, da gibt es kein Vertun. Und ja, gestern Morgen dann und gestern Mittag, da war mein Mann dann schon da, der hat das dann
beobachtet und gestern Abend ging es ihr schon wieder ganz gut. Heute Morgen ist sie schon wieder am Schimpfen, weil sie nicht nach draußen darf, weil ich gesagt habe, nö, heute bleibst du noch mal drin und mal gucken, nicht, dass dann doch noch irgendwas war, was sie da draußen gefressen hat, aber die Lilly geht's gut. Ja, ne? Und dann wollen wir mal, und morgen darf sie dann wieder ihre Wege gehen. Aber so ist das, ne? Dann sind sie auch krank, ne? Wie Kinder. Das sind ja wie unsere vierbeinigen Kinder. Alte Kinder. Ach ja, ich sag's euch. Naja, so. Ja, das war eigentlich das heutige Video. Ich werde nächste Woche irgendwann, ich weiß nicht, oder nächstes Wochenende, da muss ich noch mal gucken, werde ich noch mal eine Büchervorstellung machen. Ich habe hier gesehen, dass ich hier noch ein paar Bücher stehen habe, die neueren Datums sind und die euch bestimmt interessieren. So zwischendurch werde ich das mal machen. Wann weiß ich nicht. Ihr seht es dann, wenn es hochgeladen ist. Ach ja, und dann habe ich noch etwas anderes. Ich möchte euch, natürlich muss ich mich erstmal wieder, ne? Dieses hier ist eine Dauerwerbesendung. Ich bewerbe meinen Laden kreativ und Style und alles, was sich darin befindet, auch wenn ich zu Hause bin. Ja, und natürlich bedanke ich mich bei allen Kommentaren, Anrufen, WhatsApp, worüber ihr E-Mails, worüber ihr mich erreicht, persönlich im Geschäft, vorm Geschäft. Also bitte, ne? Ihr seid alle so lieb. Nichtsdestotrotz würde ich mich freuen, wenn ihr das jetzt nicht falsch versteht. Vor allen Dingen die nicht, die immer so lieb und so geduldig und alles sind. Ich habe in letzter Zeit vermehrt, ja, so ein bisschen unschöne E-Mails und WhatsApp bekommen. Da möchte ich auch gar nicht so drüber. Es geht also jetzt nicht, meine Person wird nicht angegriffen, sondern es geht also eigentlich um die Färberei. Also ich möchte es nochmal betonen. Ich bin ein Ein-Mann-Betrieb. Mein Geschäft, Kreativ und Style, ist nur ich. Und die Handfärberei besteht aus zwei Personen, aus Tula und mir. Und wir sind beides keine Maschinen. Wenn ihr ordentliche, schöne, handgefärbte Stränge haben wollt, das dauert seine Zeit. Es braucht seine Zeit, um die Wolle zu färben. Sie muss durchtrocknen. Dann muss sie für den Versand fertig gemacht werden. Dann geht sie in den Versand und dann liegt es an der Post, wie schnell die Post arbeitet. Und es kann nicht sein, meine Liebe, dass wenn ich 2 Tage vorher per E-Mail etwas bestelle, dass das 2 Tage später bei dir zu Hause ist. Wir sind kein Amazon. Wir sind auch keine Industrie. Wir sind keine Industrie. Wir machen das ja mit der per Hand. Also es ist eine Handfärberei. Funktioniert nicht. Versteht? Und die Dame, die das ist nicht die einzigste. Ich habe auch schon WhatsApp bekommen, wo drin steht: Wo ist die Wolle? Ohne Hallo, ohne liebe Grüße und irgendwas, nur einfach, wo ist die Wolle? Und dann denke ich immer, okay, da antworte ich nicht drauf. Dann einen Tag später, die Wolle ist immer noch nicht da. Dann habe ich zurückgeschrieben, also es war jemand anders halt, ne? Dann habe ich zurückgeschrieben, meine Liebe, wie schnell soll ich arbeiten? Das funktioniert nicht. Und ich finde, wir sind schon ziemlich gut. Donnerstags ist die Wollvorstellung und montags geht es zur Post raus. Also donnerstags ist die Wollvorstellung. Bis Freitagabend habt ihr Zeit, alles zu bestellen.
Und am Freitagabend kommt der Versand, holt das ab oder am Samstagmorgen, je nachdem, wie Zeit ist. Dann machen die das übers Wochenende fertig und Montagmorgen, damit ihr Montagnachmittag die Post, der Postwagen das mitnehmen kann. Ja? Und dann habt ihr es innerhalb von, also da finde ich schon, dass, also ich finde es schon okay. Ne? Das ist ein. Manche Dinge dauern halt länger. Das sage ich auch immer dabei. Seid nicht enttäuscht. Es kann auch mal 10 Tage dauern. Zumal, wenn ich meine Bücher ausverkauft sind, und ich muss neue bestellen. Die Verlage, da muss ich beim Verlag anrufen oder eine E-Mail schreiben. Ich brauche wieder von der und der Sorte so und so viele Bücher. So, und dann muss der Verlag das bearbeiten. Der wartet aber auch nicht auf mich. Ja, das sind ja auch noch andere. Ergo dauert das auch ein paar Tage, bis es dann bei mir ist. Und dann schicke ich es euch zusammen mit eurer bestellten Wolle, stelle ich euch das zu. Und es ist richtig, es kann auch mal 10 Tage dauern. Wenn ein Feiertag dazwischen ist, kann es auch mal 14 Tage dauern. Das möge man mir bitte entschuldigen, aber es geht einfach nicht schneller. Und ich war so ein bisschen enttäuscht über diese Leute, die da überhaupt kein Verständnis zu haben. Und ich sage das jetzt nicht hier, weil ich diesen Menschen böse bin oder so. Das ist ja Quatsch, ne? Also ich mag sie alle meine Zuschauer, alle meine Kunden, ob über online, über Telefon, über im Laden kaufen, vor der Tür, im Laden oder sonst wo. Ich mag sie alle und ihr seid durch die Reihe, seid ihr einfach wunderbar. Das habe ich schon immer gesagt. Aber das ist so ein bisschen was, weil ich gedacht habe, ich erzähle euch das jetzt nicht um diejenigen, ich sage ja auch keine Namen, diejenigen wissen das schon, um denen das mal mitzuteilen, wie so etwas abläuft. Ja, es geht einfach nicht schneller. Also okay, wenn ihr donnerstags jetzt anruft und kauft normales Garn bei mir aus dem Laden, das braucht genauso lange, weil wir halt immer nur montags verschicken. Ne? Das ist halt so. Ja. Anders geht es nicht. Ne? Wir müssen ja auch irgendwie das zusammenarbeiten. Tja, ich hoffe, ihr habt da Verständnis für. Na ja, jetzt wird der ein oder andere wieder, ne? Dann gehen die Abos wieder runter. Aber ich muss das auch mal sagen, weil ich habe immer manchmal das Gefühl, manche wissen einfach nicht, wie es funktioniert oder so. Es geht einfach nicht anders. Wir sind halt kein Betrieb mit mehreren Angestellten und Dings, das haben wir alles nicht. Ne? Ich bin kreativ und Style besteht nur aus mir. Es gibt niemand anderen. Die Handfärberei besteht nur aus Tula und mir. Und sonst niemanden. Ja, das ist so. Und wir müssen alles selber machen. Alles, ne? Ja, ihr Lieben, das war eigentlich nur mal so, das lag mir auf dem Herzen. Und natürlich würde ich mich immer freuen, wenn die Daumen wieder nach oben gehen und wenn die Abos nach oben gehen. Also wer noch nicht abonniert hat, ich würde mich irrsinnig darüber freuen. Ich habe mir gedacht, vielleicht schaffe ich es ja wieder noch einen Tausender anzukratzen. Dass wir die 5 erreichen, schauen wir mal. Und wie gesagt, das ist für mich, das zeigt mir, dass ihr meine Videos mögt. Und ja, und es hilft mir natürlich auch weiter. Ne? Die Reichweite, da brauchen wir gar nicht drüber reden, natürlich. Ne? Jedes Abo hilft mir, meine Reichweite zu erhöhen. Jeder Klick reicht meine Reichweite. Das ist, aber das weiß jeder. Da braucht man ja gar nicht. Ne? Das ist halt so. Jeder freut sich darüber. Da braucht man auch gar nicht hu oder so. Nein, da braucht man gar nicht. Das ist so. Das ist so. Da kann man auch ruhig zugeben. Ne? Ja, und ansonsten mache ich das unheimlich gerne hier für euch. Ich rede gerne für euch, mit euch. Ja, unterhalten können wir uns ja nicht. Ne? Aber ich mache das gerne. Mir macht das Spaß und ich hoffe euch auch. Und
Vielleicht war das ein bisschen was für die, ein bisschen unzufrieden sind, vielleicht mal eine Möglichkeit, das zu überdenken, was ich gesagt habe, dass es uns halt nicht anders möglich ist. Jo. Naja, ich wünsche euch auf alle Fälle ein ganz, ganz wunderbares Pfingstwochenende. Ich hoffe ja, dass das Wetter so ein bisschen besser wird. Wäre ja nicht schlecht, ne? Und ja, ich lasse euch jetzt alleine. Ja, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das Ewald und Käthe, die Vorgeschichte, ob es gefallen hat, ob ihr das weiterhört. Ja, okay, ihr kennt ja die zweite Folge noch nicht, da wird es ja erst spannend. Da geht es ja erst dann darum, ne? Aber wir mussten ja jetzt erstmal das Vorgeplänkel machen. Ja, so, ich gehe weiter putzen und machen, dass ich heute Mittag fertig bin, dass wenn mein Mann von der Arbeit kommt, dass wir dann unser Pfingstwochenende einläuten können, dass hier alles schicki ist. Und ja, ich habe mir vorgenommen, dieses Wochenende ultra viel zu stricken. Mache jetzt gleich meine Laterne als allererstes, wenn ich mit dem Putzen fertig bin, mache ich meine Laterne fertig. Jo. Und dann wollen wir mal gucken, ne? Wir sehen uns am Dienstag wieder. Ja, Montag ist ja Feiertag, aber am Dienstag zum Strickpodcast sehen wir uns wieder. Jo, macht's gut, macht es euch eine schicke Zeit. Ja, strickt was Schönes, habt viel Freude an diesem Wochenende. Und bis dahin, tschüss.